Willkommen im Betriebswerk von Duisburg. Nehmen Sie diesen Zug in Duisburg Hauptbahnhof in Betrieb und fahren Sie dann auf der S-Bahn-Strecke Richtung Westen bis nach Essen. So, stecken wir den Richtungswenderschlüssel rein, machen den auf. Machen den auf vorwärts. Schalten die Instrumentenbeleuchtung an. Den Fahrgastraum-Dingsbeleuchtung machen wir an. Wir stellen die Federspeicherbremse auf Lösen. Und erhöhen die Leistung, damit wir in Bewegung kommen. Also, sobald wir in Duisburg sind, kümmern wir uns dann um den Rest. Die PZB, SIFA und so weiter und so fort. Aber da fahren wir erstmal so hin. Und damit herzlich willkommen zum letzten und zum fünften Szenario und damit auch dem letzten Szenario, das vorgegeben ist, so gesehen, aus dem Szenariobereich von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Wir fahren durch den Nebel. Muss ja auch mal sein, ne? Man kann sich das Wetter gar nicht aussuchen. Ich merke schon, SIFA funktioniert auch wieder nicht. Das heißt, wir lassen das mit SIFA und schalten nur PZB ein. Was schade ist, weil dadurch geht natürlich wiederum was verloren, aber ich habe keine Lust, 300.000 Mal irgendwas neu zu machen, weil was anderes nicht geht. So, das heißt, wir machen PZB an. Gucken einfach, ob SIFA will. SIFA will nicht, dann machen wir SIFA wieder aus. Was steht denn dran? Da steht noch nicht einsteigen dran. Das ist natürlich verkehrt. FIS, Route eingeben, Zugverband. Falsche Richtung. Essen. Türen verriegeln. Sind denn die Lichter an? Ja, aber verkehrt. Das kriegen wir auch noch hin. So. Perfekt. Dann wollen wir mal an einem Ort halten. Ach, an einem Ort halten. Nächste halt Mülheim. An der Ruhr Styrum. Nennen wir es einfach mal Styrum. Und bleiben dementsprechend bei der 60 Kilometer pro Stunde. Oh, falsche Richtung! Das war knapp. Auch wenn wir keinen SIFA haben, haben wir immer noch PZB, was uns lieb hat. Wir müssen dort sein um 5 Uhr. Wir fahren sogar einen Morgenzug um 5 Uhr 52 sollen wir dort sein. Sprechen 2 Minuten. Was denn nun? Ich dachte 90. Ich bin verwirrt. Und jetzt.
bin maßlos verwirrt. Aber wir müssen ja auch irgendwie ankommen, von daher gehen wir mal einfach hoch auf die 130 Kilometer pro Stunde. Bald dürfen wir noch ein bisschen flotter sein. Immer wieder schön die Vorbeifahrten. Jetzt fahren wir wieder hier über die Brücke oder über eine Brücke. Ich weiß nicht, ob es die Brücke ist. Das ist eine von den Brücken. Okay. Dann halt so formuliert. Okay, das wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte das erst jetzt machen. Wir müssen aber jetzt 140 Kilometer pro Stunde kommen, aber wir sind ja schon fast in Mülheim an der Ruhestörung. Ist aber auch nebelig, ne? Muss man halt schon mal sagen. Zeitplan, ja, scheinen wir jetzt dieses Szenario auch nicht ganz so angemessen zu fahren. Wir werden nicht die Zeit einhalten können. Aber das ist auch nichts Neues, halb so wild. Nachrichten. Gucken wir da mal gleich nach, nicht, dass was Wichtiges ist. Eieiei. Und jetzt normale Nachrichten. Hier MV Safe besser halten können als mit der Notfallbremse. Das geht definitiv besser. Ich habe halt nur gefragt, wie ich. Ja, das sind unwichtige Nachrichten. Jawohl, dann kommen wir die später nach oben. Na gut, ich musste halt da jetzt so vorbei, so spät halten. Na, wir müssen das natürlich ausspielen, dass es neblig ist. Kappa. Alles geplant. Nächste Halt Mülheim an der Ruhr West um 5.54 Uhr, sprich in einer halben Minute in 1,6 Kilometer Entfernung. In 5,6 Kilometer Entfernung. Ja, was geht für die Bremsen sind besser. Gehen wir mal dann bei 700 Meter dann in die Bremsvorgang. Einfach mal testweise. Weil wir kommen wahrscheinlich auch ein bisschen später, oder? Ja, wir können jetzt in den leichten Bremsvorgang gehen, dann immer wieder stärker rein. Die Bremsen sind besser als die Beschleunigung. Macht ja vom Prinzip her sogar auch Sinn. Okay, da hatte ich gerade kurzzeitig noch mal ein bisschen Bammel, dass wir doch ein bisschen da durchpreschen. Ich fahre jetzt aber auch wieder riskant hier, das ist aber... Ist aber schon nicht mehr feierlich hier. Oder die Waldfee.
1 Kilometer Entfernung dürfen wir nur noch 90 Kilometer pro Stunde fahren. Sprich kurz vor Mülheim an der Ruhrbahnhof, das ist natürlich auch wiederum verständlich, alter Verwalter. Nebel ist da. 90. Dann beschleunigen wir auch nur auf 90. Und ich jinxe es nicht, ich calle einfach, dass wir im Essener Hauptbahnhof wieder am Bahnsteig eine Zwangse bekommen. Das steht ja fast schon in Stein gemeißelt fest. Jede Tür und lassen die Fahrgäste einsteigen. Verriegeln wir die Türen. Und geben Gas. Nächster Halt. Essen Frohnhausen um 6.01 Uhr. Also in 3 Minuten. Heu, 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 heu. Und wir haben 6 Kilometer noch vor uns. Wir dürfen gleich aber auch beschleunigen. Immerhin auf 120. Kilometer pro Stunde. Und kurze Zeit später noch auf 140. Also fast wie die Expresslinie. Ich merke gerade, ich könnte prinzipiell fast sogar wieder den Monitor dunkler schalten, den Kontrast rausnehmen. Wobei, jetzt kommt die Sonne wieder ein bisschen raus. Jetzt hat man ja wieder so einen Wolkenmix. Wie vorhergesagt, wird es wahrscheinlich nicht gewittern. Beziehungsweise, wird es wahrscheinlich nicht gewittern, so wie vorhergesagt. Wurde für das Wochenende, ach, für das Wochenende, für den Nachmittag. Na gut. Beschleunigen wir mal auf 140 Kilometer pro Stunde. Und kommen Essen Frohnhausen damit deutlich näher. Bergab. Interessanterweise geht es so stark bergab, dass wir das Tempo gar nicht verlieren. Beziehungsweise weder kaum an Tempo dazu gewinnen und wenig Tempo verlieren. Ich habe schon gerade ein Dings. Das
Zeichen für die 120 wahrscheinlich gerade verpasst. Wie gesagt, wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Steht irgendwie einfach mal ins Blaue. Ist da was zum Hinhängen? Ich glaube schon, oder? Oder vielleicht auch nicht. Oder doch? Steigen wir mal auf alle Fälle aus und gucken uns das mal kurz an. Wir warten auch schon mal bei der Augenstraße. Haben wir da nicht alles mitgenommen oder haben wir es einfach nicht gesehen? Das kann natürlich auch sein. Dann wollen wir mal, oh Gott, die Tür aufmachen und fix nachgucken gehen. War es nur das Wort fix, weil die Zeit uns davonläuft. So, einmal bitte Schrecken fahren. Und hier war noch was, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich steht da noch was dran. Ah, ein Plakat. Industriefest. Am 27. Juli 2020. Ist die Frage, ob es noch passieren wird oder nicht. Das wird die Zeit zeigen. Was? Warum stand dann da zuerst hier hinausspringen, wenn wir schon draußen sind? Türen verschließen und schnell los. Wir haben wieder zu viel Zeit vergeudet. Da hilft jetzt auch nicht, wenn wir dann ein bisschen zu früh schon los wieder Schub geben. Nächste halt Essen West in, ja, in Getzt. Schön. Nicht 100% perfekt gehalten, aber schön gehalten. Oh Gott. Nächster Halt und auch Endstation. Sind wir schon gleich da. Und zwar. Essen Hauptbahnhof. 85 müsste es sein, ne? Vollbewahrung 85. Wenn es mich nicht täuscht. Jetzt ja noch nicht der Kram in der Geschwindigkeit. Boah, der Nebel nimmt aber auch recht zu, ne?
oder täuscht das? Kann natürlich auch nur täuschen, aber es kommt einem so vor. Wechseln wir das Gleis. Und dann wechseln wir es nochmal. Okay. Krass. Ist aber schon lange her. Okay, ist das schon lange her? Noch nicht aussprechen lassen? Okay. Ist aber echt schon lange her, dass wir hier, ne? Ohne Zwangsam mal gefahren sind. Gut, wir hätten noch näher angekonnt, aber so verkehrt passt auch hier nicht. Geil. Hoppala. Ah, das ist doch schön. Das letzte Szenario. Das letzte vorgegebene Szenario, was jetzt kein Fahrplan-Szenario war, sondern ein Szenario-Szenario, haben wir abgeschlossen. Ohne Zwangse. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie sich abgeschnitten haben. Ah, yeah, building a background. Okay, ein neues Level in... Allgemein, wir sind jetzt mittlerweile Level 26, Hauptstrecke reine Ruhe sind wir Level 7 und in der BR425 DB-Lackierung immer noch Level 6. Wir haben 23 Minuten gebraucht, knapp 20 Kilometer zurückgelegt und 8516 Punkte und eine Goldmedaille bekommen. Sprich, beim nächsten Mal, wenn wir hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren, widmen wir uns dem, wie heißt das, widmen wir uns dem Fahrbahnmodus. Nächstes Szenario, Verbindung über Essen, hä? Das war das erste Szenario wieder, warum wird das erste Szenario wieder vorgeschlagen? Sprich, wir kommen aus dem Fahrplanmodus, da haben wir ja auch nochmal möglichen Content von, glaube ich, knapp 376 Strecken oder sowas in der Richtung. 374 Zugverbindungen sind's. Das heißt, wir haben hier immer noch jede Menge zu sehen und zu erleben. Und da machen wir dann irgendwann wieder weiter. Vielleicht auch beim nächsten Mal, ich weiß es noch nicht ganz genau. Vermutlich kümmere ich mich aber erstmal um die anderen Strecken, weil ich erstmal die Szenarien dort fertig mache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Auf dieser Route Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder im anderen Video von Trains in World oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.